Chico hat Stubenerriss. Wird wieder einmal fand bei meinem Bruder ein Familienfest statt. Nach und nach trudelten wir gut gelaunt ein und dass sich in seinem großen Wohnzimmer ein großes Gehege sein Kapuzineräffchen befand, war für uns inzwischen Normalität geworden. Für mich stellte es eher eine interessante, etwas eigenwillige Dekoration dar, welches durch das kleine Äffchen noch interessanter wirkte. Was mich allerdings etwas irritierte, er durfte heute seine Behausung nicht verlassen. Auf meine diesbezügliche Frage meinte mein Bruder, nein, Chico hat bei Festen jetzt immer Stubenerriss. Oh, wie schade, er hat uns doch immer gut unterhalten. Hast du vergessen, dass er dir beim letzten Mal den ganzen Rücken vollgepinkelt hat? Ich denke, auf diese Art von Unterhaltung sollten wir in Zukunft verzichten, denn nicht jeder ist davon unbedingt angetan. Ja, da war was dran. Und ich kann auch nicht behaupten, dass es mir ein besonders großes Vergnügen bereitet hatte. Außerdem hatte er sich inzwischen voll integriert und betrachtete uns als seine Familie. Von seiner Sicht aus waren wir jetzt eine Affenfamilie, der er seine Liebe mit besonderen Zuwendungen bekundete. Dazu gehörte unter anderem auch eine gewisse Körperpflege, die er uns angedeihen ließ. Und zwar in Form, dass er unser Haupthaar sehr aufmerksam und intensiv nach Läusen und anderen Getier absuchte. Dass wir danach wie gerupfte Hühner aussahen, war für ihn total normal und wurde eigentlich nur von uns nicht richtig gewürdigt. Denn er selbst wollte uns damit ja nur seine Zuneigung bekunden. Also gut, das ganze Sortiment von Entlausen, Bepinkeln und diversen anderen kleinen Aufmerksamkeiten hatte schließlich zur Folge, dass er nun Stubenerriss hatte. Das heißt, er war ja trotzdem mitten unter uns und nur ein großmaschiges Gitter trennte uns voneinander. Für eine entfernte Verwandte von uns war es allerdings ein ganz neues, faszinierendes Erlebnis. »Wo hast du diesen kleinen Burschen denn her?«, wollte sie von meinem Bruder wissen. »Den hat Sonja aus Südamerika mitgebracht«, wurde sie informiert. »Was? Deine Tochter bringt dir einen Affen mit?«, fragte sie höchst erstaunt und trat mit diesen Worten ganz dicht an das Gitter heran. »Oh, der ist ja süß«, begeisterte sie sich. Das Gleiche muss wohl Chico von der zierlichen älteren Dame gedacht haben, denn dicht an dicht standen sie sich jetzt gegenüber und beäugten sich sehr interessiert. Elfie, unsere Verwandte, lächelte ihn voll an und erklärte, »Du bist ja wirklich ein ganz drolliges Kerlchen!« Worauf das drollige Kerlchen blitzschnell zulangte und triumphierend mit seiner Beute auf die Spitze seines Kletterbaums flüchtete. Elfie, eben noch ganz wohlwollende Dame, erstarrte und drehte sich zu uns um. Aus großen, entsetzten, blauen Augen sah sie uns an und äußerte kaum verständlich nuschelnd, »Jetzt hat er mir meine Schlinge geklaut!« »Ach du liebes Bisschen!« Völlig fassungslos sahen wir es Elfie und dann Chico an. Die eine ist dann völlig verstört da und der andere saß außer sich vor Freude auf seinem Baum. Das mussten wir es einmal verarbeiten. Natürlich gelang es uns nicht, ernst zu bleiben, und wir pusteten los. Unser nun aufkeimendes Gelächter versuchte jeder auf seine Art zu kaschieren, sei es durch Husten, Röcheln oder sonstige Geräusche. Auf der einen Seite war es herrlich amüsant, und auf der anderen Seite tat uns die kleine, nun zahnlose Person auch leid. Das sollten wir es einmal auf einen Nenner bringen. Mein Bruder war als erster auf den Beinen und sauste im Eiltempo zu Chico ins Gehege, bevor der die Zähne ausprobieren oder gar zerstückeln konnte. Als er Chico seine Trophäe abjagen wollte, gab es einen Mordskrach. Der kleine Bursche schrie wie am Spieß und wollte sich auf keinen Fall von seinem Kleinod trennen. Nach etlichem Gerangel verließ mein Bruder leicht zerzaust und etwas aus der Puste, aber als Sieger den Käfig und überreichte triumphierend Elfie ihre Zähne, fast wie ein Geschenk. Dankbar und glücklich wieder im Besitz ihres Kauwerkzeuges zu sein, verschwand unsere Verwandte sofort ins Badezimmer, um nach einer kleinen Weile wieder strahlend lächelnd zu uns zurückzukehren. Chico aber hatte trotz Stubenerriss wieder einmal für Unterhaltung und Stimmung gesorgt. Im Stillen dachte ich bei mir, wozu brauchen wir eigentlich noch ins Theater zu gehen? Das war's. Dankeschön.